Neben Neuplanitz gehört auch das Wohngebiet Marienthal zum Bestand der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Läuft in Neuplanitz aktuell die Sanierung eines Wohnblocks, wir haben darüber berichtet, hat man am gestrigen Nachmittag im Rotdornweg in Marienthal ein Objekt für die Jüngsten übergeben. Bei bestem Wetter wurde am gestrigen Nachmittag der neue Spielplatz am Rotdornweg seiner Bestimmung übergeben. War das Gelände bis gestern Mittag noch durch einen Zaun gesichert, wurde dieser kurz vor der Freigabe entfernt und es dauerte gar nicht lange und die Jüngsten des Wohngebietes nahmen ihre neue Spielstätte in Betrieb. Erkundet wurden alle Betätigungsmöglichkeiten. Wir haben einmal nachgefragt. Ihr habt gerade die neuen Schaukeln hier auf dem Spielplatz ausprobiert. Wie gefällt euch der Spielplatz? Also cool. Und was ist cool? Also das ist nicht so wie bei den anderen Schaukeln, die quietschen meistens so. Das ist einfach nur cool. Und dann noch die Musik. Ich wünschte, so könnte es jeden Tag sein. Super. Und du? Ja, auch genauso. Also werdet ihr euch hier richtig austoben? Ihr wohnt hier? Also ich wohne da unten im Kastanienweg. Ja. Aber es sind ja kurze Wege, ne? Ich wohne in der Heinrich-Braun-Straße. Ja, aber kommst du hier? Aber da unten wohnt mein Uropa. Na, dann macht's doch Sinn. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ja. Mittlerweile waren immer mehr Neugierige gekommen, um sich einmal umzusehen. Natürlich wollten die Repräsentanten der WEWO-Bau wissen, wie das neue Objekt der Genossenschaft angenommen wird. Die Geschäftsleitung der WEWO heute hier mit vor Ort. Natürlich ist es ein schöner Tag und wir haben es ja gehört, heute wird ein richtig schöner Spielplatz übergeben und da gab es gleich mal gratis Eis und du musstest das natürlich gleich mal ausprobieren. Meine Kollegin hat vorhin in der Eröffnungsrede oder zum Startschuss für die Kinder jedem Kind eine Kugel Eis versprochen. Ich habe aber dann, da wir das ja hier verantworten, müssen wir uns natürlich auch um die Qualität des Eises bemühen. Das habe ich jetzt mal gemacht und ich muss sagen, das schmeckt sehr lecker. Und wir haben gleich mal die neuen Schaukeln ausprobiert. Das ist natürlich super und da werden gleich wieder so die Kindheitserinnerungen wach. Und es klappt auch noch, Schaukeln, sowas verlernt man einfach nie. Hier ist einfach was Schönes für die Kinder entstanden. Warum ist euch das so wichtig? Als ich hier in der WEWO-Bau vor 4 Jahren angefangen habe, da hatten wir noch ganz, ganz viele kleinteilige Spielplätze. Ich habe das immer so unter der Devise, jeder Hauseingang hat sein eigenes Federwipptier. Und wir haben gesagt, Spielplätze sind dafür da, dass sich Kinder begegnen, dass sich auch Eltern begegnen, miteinander kommunizieren und soziale Kontakte haben. Und deshalb haben wir zusammen mit unserem Team ein Konzept aufgestellt, haben geguckt, wo wir hier in Marienthal, aber auch wo wir in Neuplanitz Spielplätze haben, haben die natürlich dann nach sicherheitstechnischen Aspekten angeguckt, mussten deshalb auch den einen oder anderen Spielplatz entfernen, beziehungsweise weil er einfach auch nicht mehr bespielt worden ist, so nennt man das. Und haben dann geguckt, welche Spielplätze stehen jetzt im Fokus und dazu gehört dieser Spielplatz hier. Und zusammen mit der Firma Dicke und Kupsch haben wir den in den letzten Monaten wieder wunderschön herrichten können. Das ist aber noch nicht alles, es geht ja weiter. Natürlich geht es weiter. Ich habe gerade erzählt, wir haben ein Spielplatzkonzept gemacht. Das heißt, wir haben gesagt, hier in Marienthal haben wir schon noch ein bisschen Defizite. Und da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Und wir haben uns jetzt ein Konzept erarbeitet für einen zweiten ganz, ganz neuen Spielplatz. Aber da wollen wir einfach den Spannungsbogen noch ein bisschen spannen. Der soll im nächsten Jahr errichtet werden. Bis dahin müssen wir einfach noch ein bisschen was zusammensparen. Ein Gänsehautmoment war dann noch, als die Kinder Luftballons in den Himmel stiegen ließen, an die sie Zettel mit ihren ganz persönlichen Wünschen gehängt hatten. Drücken wir die Daumen, dass sie in Erfüllung gehen. Nein!